Wenn wir jetzt statisch stehen bleiben würden, ohne dass wir unseren Körper bewegen, schlagen wir permanent in das Handgelenk rein. Und da passiert auch nichts viel. Deswegen ist das größte Problem bei Anfängern auch nicht, dass sie keine weichen Handgelenke haben, sondern eher, dass sie auf der Stelle sind und durch den Punkt, durch den Rotationspunkt schlagen. Wir haben ja hier auch einen Punkt, den wir fixieren in der Schwertführung, um der Schwertführung eine Ruhe zu geben und um die Energie richtig umzusetzen. Das heißt, eigentlich ist eine Hauptaussage, dass der Körper sich um das Schwert bewegt und nicht das Schwert um den Körper sich bewegt. Körper wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Geschichte machen, Block, Schlag, heißt, wir geben einen Startimpuls, Schwert läuft und wir haben einen Endimpuls. Start, End. Am Anfang geben wir einen Impuls rein. Dann lassen wir los und am Schluss geben wir wieder einen Impuls rein, weil wir ja die Kraft in die Spitze kriegen wollen. Das heißt, wir sind zwar in der Mabo, aber wir drehen hier alle Bereiche.